Okay, versuchen wir es mal mit der roten. Ah! Na gut, dann nehme ich mal die grüne. Ah! 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 Bitte dann noch mal die rote. Ah! Nicht schon wieder! Ah! Dann nehmen wir doch mal beide zusammen. Ah! Vielleicht doch die rote. Ja! Naja, es ist ja auch sehr ulkig mit der Fanpost oft. Ja, da hat mir eine Frau einen Brief geschickt und hat geschrieben, ihr Mann ist ein solcher Verehrer von Homer. Und der hat jetzt 40. Geburtstag. Ob es denn nicht möglich wäre, dass ich ihn anrufe. Das wäre das Größte für ihn. Naja, allgemein machst du solche Sachen natürlich nicht. Naja, gut, okay, machst du mal. Weil sie so nett geschrieben hat und hat mir dann auch noch die Telefonnummer durchgegeben, wann er Geburtstag hat. Naja, und ich habe dann in der Früh angerufen und habe gesagt, hier ist Springfield, ich verbinde Sie. Er sagt, hallo, hier ist Homer. Ich wünsche Ihnen alles Gute zum 40. Geburtstag. Das heißt, das ist bis hierher durchgedrungen. Und so, der war völlig platt. Schmerzen schreien laut und drauf. Nun, woran sterbe ich? An zu viel Glück? An einer Lawine nackter Frauen? Und was Erkennen anbelangt, als Homer Simpson nun, muss ich dazu sagen, überhaupt nicht, weil ich den Homer ja völlig anders spreche, als ich normal spreche, was natürlich auf der anderen Seite sehr gut war, denn da das eine solche Kultserie geworden ist, wenn ich das jetzt mit meiner normalen Stimme gesprochen hätte, wäre ich für sämtliche anderen Produzierungen gestorben, weil die sagen, nee, das können wir nicht machen. Merkt jeder sofort, wenn der den Mund aufmacht, wenn du hörst, sagt, das ist ja Homer Simpson. Und dadurch, dass ich den anders spreche, als ich normal spreche, bin ich dieser Gefahr entgangen natürlich. Gut, es passiert manchmal, dass die Leute dann, wenn du dich mit ihnen unterhältst, sagen, die Stimme kenne ich doch. Aber die können das natürlich nicht einordnen, im Grunde genommen. Die kennen die Stimme, aber wissen nicht woher. Was für eine furchtbare Verschwendung. Ja, aber es bleiben einem Erinnerungen fürs Leben. Jetzt geh schon rein, du blöder Müll. Die ist voll, Dad. Das bedeutet, du musst die Mülltonne rausbringen. Alte Regel, wer sie als Letzter hat beladen, muss sie raustragen. Sie ist erst gehäuft, wenn sie überläuft. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Nein. Ich hab's gehört. Du kennst die Regel. Ich glaube, es ist komödiantischer geworden. Im Spiel, also in der Art des Sprechens auch nicht. Ja, nun haben wir, muss ich dazu sagen, sehr guten Regisseur, der auch die Texte schreibt. Und die sind kongenial, muss ich wirklich sagen. Weil es gibt ja viele Jokes im Amerikanischen, die du nicht ins Deutsche übersetzen kannst. Und da findet er doch immer wieder, sag mal, etwas Kongeniales, also was irgendwo der Situation entspricht, was dann im Deutschen auch witzig ist. Nicht? Aber du kannst viele amerikanische Jokes kannst du nicht direkt übersetzen. Die kommen gar nicht an hier. Und das macht er wirklich sehr gut. Oh, Chloe. Da hinten ist es Chloe, nicht? Oh ja, das ist schwierig. Vorne Mund zu dann erstmal. Zurückgespult. Ja. Prap, prap. Hab, hab. Chloe. Nein, noch später. Chloe. Aber ich glaube, sie so ungefähr. Aber auf der ersten Silbe. Chloe. Na, Chloe. Ja. Chloe, doch mit I. Hey.
Chloe. Ich hab's doch gesagt, Chloe. Nee, Chloe hast du gesagt. Chloe. Kommt, das klingt dann so. Gesagt habe ich schon, aber... Du sagst Chloe, aber Chloe. Chloe, ach ja, jetzt weiß ich's, kapier ich's. Ja, Chloe. Man hat einen ziemlich großen Spielraum eigentlich, weil es ist ja nicht nur eine rohe Übersetzung, die man hier abliefert, sondern man muss ein gefälliges Deutsch machen. Man kann viele Witze nicht wortwörtlich übernehmen. Man muss manche Sachen, es fallen manchmal Namen, die hier kein Mensch kennt, die muss man dann zumindest ein bisschen erklären, dass man sagt, der Moderator sowieso hat gesagt bei dir, du seist ein Blödmann. Und man hat da schon einen Spielraum, den man auch umsetzen muss, um die Sache auch witzig zu gestalten. In erster Linie ist es ja eine komische Serie. Heutzutage laufen viele Kinder rum mit der Aufschrift Unsinn auf dem T-Shirt. Eins könnt ihr mir glauben, zu dem Wort Unsinn fällt mir eine ganze Menge ein. Dad, bitte konzentrier dich aufs Fahren. Ich pass schon auf, mein Schatz. Du Unsinnsvogel von Truthahn! Siehst du? Man muss nur frech daherreden. Mit deinem Unsinn gehst du mir auf die Nerven, Truthahn. Nur immer schön frech bleiben. Ach, so ein Truthahn ist ein böser Mensch. Die Arbeit am Dialogbuch macht Spaß, weil man da natürlich richtig reinkriecht in den Film und sagt, wie formuliere ich das, was mache ich da, wie. Ein Problem ist ja auch, dass es synchron aussieht, dass einigermaßen die Labiale getroffen werden. Und dann ist es aber eben auch wunderschön, mit lebenden Schauspielern zu sehen, wie der eigene Text zum Leben erwacht und umgesetzt wird, als ob er ihnen gerade einfallen würde. Und da haben wir sehr, sehr gute Leute. Siehe Norbert Castell. Jetzt tu so, als hättest du Mitleid. Ja, ja. Und die 76. Ob ich das kann? Schwierig. Den Text mir zu merken. Nun ist ja so immer, erstens kenne ich gar nicht alle Folgen. Denn wir werden ja, wissen Sie, wie das ist, wenn, ich stehe allein vor dem Mikrofon, meistens. Es wird rausgeixt. Es kommen also nur die Parts, die ich spreche. Was in dem ganzen Film oder in der ganzen Folge los ist, das sehe ich ja eigentlich nur, wenn, weil vorne ein Waschzettel ist, wo du also weißt, was in der Folge los ist. Und ansonsten hast du ja für den Ausdruck einen Regisseur, der dir das dann sagt und erklärt, wie es sein soll. Und deswegen einzelne Folgen. Ich weiß, ich saß einmal abends, auch oder nachts war, konnte ich schlafen und irgendwo liefen Simpsons. Und ich sah völlig erstaunt rauf und sagte, ja, das war ich. Ich habe den gesprochen, ja. Keine Ahnung mehr. Ja. Und du können Sie sich vorstellen, über 338 Folgen. Merken Sie sich mal jede Folge. Das ist fast unmöglich. Ich will eine Band aufmachen. Brauchst du einen Sänger? Wise men say only fools rush in. But I can't help falling in love with you. Like the river flows. Elvis ist kein Soul. Elvis ist Gott. Keine Ahnung mehr davon. Warte. Tja, sehr komisch. Aber ich habe wirklich keine Ahnung mehr davon. Das muss irrsinnig lange her sein.